aber solche Sachen entwickeln sich. Ich habe mich jetzt auch in der Zeit entwickelt, in den 2,5 Jahren jetzt. Und es kommen immer mehr Anfragen halt bezüglich meines Geschäftes. Unter anderem biete ich ja auch Stilberatung, mache eine Kleiderschrankanalyse halt bei der Frau zu Hause. Das ist auch eine tolle Geschichte. Ja, viele Frauen haben einen immens großen Kleiderschrank, der gut gefüllt ist. Und möchte auch mal, sag ich mal, einige Teile, sag ich mal, rausgenommen werden. Ne? Verkaufen Sie das hier per Kommission? Oder? Ja, per Kommission für das 2 Monate genau beim Termin. Bestimmen wir gemeinsam den Warenverkaufswert. Mhm. Dann kommen wir Abschlag pro Kleidungsstück. Und weil ich die Sachen ja auch wieder verkaufen möchte. Mhm. Ja, von 34 bis 44 schmücken sich diese Sachen hier bei mir im Lädchen. Schmucktaschen, individuelle Sachen, Vintage-Sachen. Mein Publikum ist von 18 Jahre jung bis 80. Das ist schön. Ich bin immer wieder überrascht, wissen Sie von Isbache, dass wir in einer Wegwerfgesellschaft leben, unter anderem. Es sind so tolle Stücke, kaum getragen. Viele Frauen, die mich hier besuchen, kontaktieren, die haben Geld und möchten immer das Neueste vom Neuen. Und davon profitiert meine Kundschaft und ich auch. Das heißt, Sie sagten gerade, Sie nehmen die 2 Monate in Kommission. Ganz genau. Und danach, wenn nicht verkauft ist, müssen wir die Kundin holt die Sachen ab oder ich stifte sie halt dann in der Kleiderkammer halt und hole noch was Gutes. Ja. Zum Beispiel. Ja, genau. Das ist wahr. Ich liebe das hier, was ich mache. Ich glaube, das merkt man auch. Ne? Das ist so, ich bin authentisch, glaube schon. Ja? Und ist nicht dieses. Schickimicki. Ja, das bin ich überhaupt nicht. Ach süß, ne? Das ist so ein Swarovski, so ein Orden, genau.